Der DAX ist ungeeignet als deutscher Leitindex. Und warum ich weder auf den DAX noch auf den Dow Jones schaue und was mögliche Alternativen sind, das besprechen wir jetzt hier gleich im Video. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und heute sprechen wir mal über die Probleme des DAX und warum ich ganz persönlich glaube, dass der DAX als deutscher Leitindex nicht wirklich tauglich ist. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich mir den DAX angeschaut habe oder den Dow Jones und meine Antwort ist meistens nein und ich weiß gar nicht genau, wo denn der Kurs heute steht, denn ich gucke auf ganz andere Indizes und auf den DAX schaue ich eher nachrangig. Welche das sind, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zusätzlich zu dieser Fragestellung kam vor kurzem im Manager-Magazin noch das Gerücht auf, dass die deutsche Börse den DAX von 30 Mitgliedern auf 40 Mitglieder aufstocken möchte, auch um ein paar Probleme des DAX auszugleichen. Warum das aber nicht wirklich hilft, solange nicht grundsätzlich am DAX etwas geändert wird, darauf kommen wir dann aber gleich zu sprechen. Im ersten Schritt wollen wir aber überhaupt mal schauen, welche Indizes gibt es denn überhaupt in Deutschland? Also welche Indizes hat denn die deutsche Börse herausgebracht und wie ist denn da der DAX einzuordnen? Und da gibt es diese eine ganz gute Übersicht von der deutschen Börse direkt. Und da sehen wir zum einen mal den General Standard und den Prime Standard. Vielleicht mal kurz als Erklärung, der Prime Standard ist ein gewisser Transparenzstandard, so nennt es die deutsche Börse. Da gehen wir aber gar nicht mal genauer drauf ein. Dann gibt es hier unten eine ganze lange Liste an Unternehmen, die aber in keinem Index sind. Die sind börsennotiert. Die sind aber in keinem Index. Und dann gibt es von der deutschen Börse gewisse Indizes. Da fängt hier unten der SDAX an. Das sind die 70 größten und meist gehandelten Unternehmen unterhalb des MDAX, also relativ weit unten. Dann haben wir den MDAX. Der besteht aus den 60 größten und börsennotierten Unternehmen unterhalb des DAX. Also man sagt meistens, das ist eigentlich der Mittelstandsindex. Und dann haben wir den eigentlichen DAX. Und der besteht bisher zumindest mal aus den 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Hierneben gibt es noch den Tech-DAX, der hat seinen Fokus auf Technologieunternehmen und im Tech-DAX können auch Unternehmen sein, die in anderen Indizes sind. Deswegen ist er hier so etwas parallel eingezeichnet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn ein Unternehmen überhaupt in den DAX? Und da gibt es hier diese etwas längere oder etwas ausführlichere Kriterienliste und die Voraussetzung von der deutschen Börse, wie denn ein Unternehmen in den DAX aufgenommen wird. Wir gehen jetzt gar nicht mal so auf alles drauf ein. Das Wichtigste ist im Endeffekt, wie groß der Orderbuchumsatz auch in der Börse ist. Das heißt, es geht um die Marktkapitalisierung und dann muss auch ein gewisser Free Float gegeben sein. Das heißt, es muss eine Mindestprozentanzahl an der Börse gehandelt werden, die für alle möglichen Marktteilnehmer wie uns verfügbar ist. Das heißt, es darf nicht zu konzentriert bei einzelnen Personen oder Unternehmen liegen, sodass da auch ein gewisser Austausch stattfinden kann. Dann muss das Ganze noch in diesem Transparenzstandard, Prime-Standard gelistet sein. Es muss der operative oder juristische Hauptsitz in Deutschland sein. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wenn es in Europa ist. Es muss fortlaufend auf Xetra gehandelt worden sein, das heißt die elektronische Plattform der deutschen Börse. Und es müssen mindestens 30 Handelstage gegeben sein. Das sind jetzt mal die Kriterien, die es braucht, damit ein Unternehmen grundsätzlich mal in den DAX kommt. Was das Problem dabei ist und was mir persönlich auch wirklich fehlt und worauf der Fokus fälschlicherweise aus meiner Sicht gelegt wird, darauf kommen wir später. Das heißt, da will ich jetzt mal gar nicht drauf kommen. Kommen wir mal zum ersten Problem, das ich beim DAX sehe. Und das ist, dass es ein Performance-Index ist und nicht ein Kursindex, so wie alle anderen Indizes, die es auf der Welt so gibt. Was ist das jetzt genau? Beim Performance-Index werden die Dividenden mit eingerechnet in den Kurs. Beim reinen Kursindex ist die Dividende bei der Auszahlung abgeschlagen. Und warum ist das denn wichtig? Aus meiner Sicht eigentlich nur aus Vergleichsgründen. Denn die Dividende bekomme ich so oder so ausgezahlt, aber ich kann eben den DAX nicht vergleichen mit einem S&P 500, mit einem Dow Jones oder mit einem FTSE 100, einfach deswegen, weil der Kurs ganz anders berechnet wird und sich damit der Sockel immer weiter erhöht, auf dem der DAX berechnet wird. Das heißt, die Kursentwicklung, wenn ich die 1:1 gegen andere Indizes lege, dann ist es nicht vergleichbar, sondern ich muss mir tatsächlich den DAX-Kursindex anschauen und den gibt es hier nämlich auch. Der schaut dann aber in der Entwicklung seit Ende 1999 deutlich anders aus. Der DAX, so wie wir ihn kennen, hätte dann eine Entwicklung gehabt von 131%, der reine Kursindex aber nur 29%. Und damit schaut dann die Welt schon ganz anders aus. Das bringt uns nämlich auch direkt zum zweiten Problem des DAX.
Und das ist dann tatsächlich die Entwicklung im Vergleich zu anderen Leitindizes. Wenn wir uns hier mal den Nasdaq 100 anschauen, wir gucken immer noch hier seit Ende 1999 drauf, dann sind wir bei 324%, der amerikanische S&P 500 143% und dann der vergleichbare deutsche Leitindex DAX, also der Kursindex, sind dann nur noch 28%. Der DAX, so wie wir ihn uns normalerweise anschauen, läge hier gleich auf mit dem S&P 500. Nur ist bei dem der Unterschied, ich bekomme noch zusätzlich die Dividende. Und das ist eigentlich die tatsächliche Darstellung, so wie der DAX ausschaut im Vergleich zu anderen Leitindizes. Und das zeigt uns auch, dass der deutsche Index bzw. der größte deutsche Vertreter der börsennotierten Unternehmen den internationalen Unternehmen deutlich hinterherhängt. Jetzt kommen wir mal zum dritten Problem, das ich mit dem DAX sehe, und das ist eher ein fundamentales, beziehungsweise das hängt eigentlich mit der Konstruktion des DAX zusammen, und zwar, dass lediglich 30 und vielleicht bald 40 Unternehmen im DAX gelistet sind. Wenn wir das mal vergleichen, in England, der FTSE 100 hat 100 Unternehmen, in Amerika gibt es zum einen den S&P 500 mit 500, den Nasdaq mit 100 Vertretern, dann gibt es noch den etwas anachronistischen Dow Jones, auf den ich ebenfalls nicht schaue, weil der hat auch nur 30 Unternehmen drin. Und sogar in Japan sind es 225 Unternehmen, die im Index gelistet sind. Warum ist das jetzt ein Problem? Aus meiner Sicht relativ einfach deswegen, weil es keinen wirklich breiten Markt darstellt, sondern es zeigt einfach nur einen ganz kleinen Anteil von dem, was wirklich in der Wirtschaft los ist. Und wenn wir uns die 30 Unternehmen, die im DAX anschauen, mal etwas näher betrachten, dann stellen wir auch gleich das vierte Problem fest. Und das ist die Zusammensetzung konzentriert sich unheimlich stark auf zyklische Unternehmen. Über 50% sind nämlich zyklische Unternehmen aus zyklischen Branchen, Rohstoffe, zyklische Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, noch ein Teil Immobilien. Wir haben relativ wenig Defensives, also relativ wenig Technologie, unzyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen, das ist alles relativ unterrepräsentiert. Und das macht natürlich so ein DAX sehr anfällig für zyklische Entwicklungen. Und das sehen wir auch häufig, dass der DAX sehr viel schlechter abschneidet als andere Indizes weltweit, wenn es in schwierige Phasen kommt, weil er sehr industrielastig ist, weil er sehr zyklisch aufgebaut ist und sich damit nicht ganz so stark und nicht ganz so stabil hält, weil die Basis auch einfach nicht ganz so breit ist durch die 30 bzw. bald 40 Unternehmen wie jetzt andere Indizes. Jetzt kommen wir mal zum fünften Problem aus meiner Sicht, und das ist eins der für mich eher interpretationsbedürftigeren, aber für mich persönlich ist es eins der ausschlaggebenden. Und das ist die Art und Weise, wie denn Unternehmen in den DAX aufgenommen werden. Wir haben ja schon gesehen, es gibt solche Kriterien wie die Marktkapitalisierung, den Streubesitz, dass der Hauptsitz in Deutschland oder Europa sein muss und sie müssen seit mindestens 30 Tagen gelistet sein, was ja etwas lächerlich ist. Was aber kein Kriterium ist und was ich für persönlich ganz wichtig halte, ist das Umsatz- und Gewinnwachstum. Das heißt, ist das ein Unternehmen, das sich entwickelt und das wächst? Wir sehen zum Beispiel vor kurzem schon, dass Tesla jetzt nicht in den S&P 500 in Amerika aufgenommen worden ist, einfach weil eine gewisse längerefristige Gewinnwachstum, ein längerfristiger Umsatz- und Gewinnwachstum einfach fehlt. Die Stabilität des Geschäfts bzw. die Nachhaltigkeit des Geschäfts wird nicht gesehen und deswegen kommt das Unternehmen nicht in den S&P 500. Auf der anderen Seite nehmen wir aber ein Unternehmen wie Delivery Hero in den DAX auf, das bisher noch nie einen Gewinn gemacht hat, und einen anderen Vertreter wie Symrise, das sich vorbildlich seit Jahren entwickelt, Gewinn- und Umsatzwachstum darstellt, wird nicht aufgenommen. Das heißt, dieses funktionierende Geschäftsmodell und Umsatz- und Gewinnwachstum, genau das ist bisher eigentlich irrelevant für eine Aufnahme in den DAX. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht ein deutlich wichtigeres Auswahlkriterium, als ob dieses Unternehmen jetzt seit 30 Tagen an der Börse gelistet ist oder nicht. Und wie wir bei Wirecard gesehen haben, hat ja noch nicht mal ein Insolvenzverfahren dazu geführt, dass das Unternehmen direkt ausgeschlossen wurde aus dem DAX, sondern es brauchte dann erst wieder eine eigene Sitzung und man musste sich beraten. Es werden Gremien gebildet, aber es gibt keine wirklich aus meiner Sicht qualitativ hochwertigen Kriterien, welches Unternehmen denn in den DAX kommt und welches nicht. Und genau deswegen ist aus meiner Sicht der DAX als Auswahlkriterium und als Leitindex für Deutschland nicht aussagekräftig und ich schaue dann lieber auf andere Indizes. Jetzt soll das ja alles bald anders werden, wenn diese 30 Unternehmen, die heute im DAX sind, vielleicht eben bald durch 10 weitere Unternehmen
Gesellschaft bekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Wir kennen noch nicht die genauen Auswahlkriterien. Wir wissen ja auch nicht, ob es wirklich passiert. Denn bisher sind es ja noch Gerüchte, die meines Wissens nach bisher nur im Manager-Magazin aufgetaucht sind. Das Ganze dürfte natürlich dem DAX etwas helfen, sich breiter aufzustellen. Aber aus meiner Sicht wäre es vor allen Dingen wichtig zu sehen, dass sich auch die Kriterien für eine Aufnahme in den DAX weiterentwickeln und auch etwas auf ein funktionierendes Geschäftsmodell und auf Umsatz- und Gewinnwachstum vor allen Dingen Wert legen. Das wäre für mich persönlich wichtiger als nur eine reine Erweiterung um 10 weitere Mitglieder. Das ist zwar ein erster guter Schritt, aber worauf ich persönlich viel lieber schaue und als welche Unternehmen bzw. welche Indizes ich als Vergleich viel besser sehe, sind andere deutsche Indizes. Wir haben hier unten nämlich jetzt mal den DAX im Vergleich zu seinen anderen deutschen Pendants. Das ist übrigens der DAX, so wie wir ihn kennen. Das heißt, da sind die Dividenden mit eingerechnet, also der Performance-Index, hier mit ungefähr 150% in den letzten 15 Jahren ist das jetzt. Wir haben hier den SDAX mit 70 Vertretern, der schneidet sogar schon besser ab mit 182%. Dann haben wir hier den MDAX, den ich persönlich als wirklichen deutschen Mittelstandsindex, als unseren Leitindex empfinde. Und der hat sich auch deutlich besser entwickelt mit rund 277%. Und dann haben wir sogar noch den Tech-DAX, der ja ein bisschen dem Nasdaq nachempfunden ist und der rangiert hier sogar in den letzten 15 Jahren bei knapp 400% Entwicklung. Das heißt, wenn sich jemand einen deutschen Index anschauen will, macht es Sinn, sich nicht nur den DAX anzuschauen, sondern durchaus auch mal auf den MDAX zu sehen, denn dann sieht man auch wirklich, wie der deutsche Mittelstand und wie die breitere Masse der deutschen Unternehmen abschneidet. So, jetzt hoffe ich, ihr habt ein bisschen was aus dem Video mitnehmen können und auch ein bisschen was Neues lernen können. Falls dem so ist, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben hier direkt unter dem Video. Abonniert meinen Kanal, dass ihr auch kein weiteres Video verpasst. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von DAX haltet, ob ihr euch den auch anschaut oder ob ihr euch eher andere Indizes anschaut. Und wenn ihr Ideen oder Fragen für andere Videos habt, dann schreibt mir die ebenfalls gerne unten mit rein. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, habt weiterhin eine erfolgreiche Woche und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ciao!